Ja, es freut mich sehr, dass ich mein Erstlingswerk vorstellen darf, mein Schmerzbuch sozusagen, dem Schmerz entkommen. So hilft Ihnen die Cannabistherapie. Unser Zentrum betreut schon seit vielen Jahrzehnten Patienten mit Cannabinoiden und es gibt bei uns viel Erfahrung und viele Patienten und die haben da auch da mitgeschrieben. 15 Patienten haben da mitgeschrieben an dem Buch und der Dr. Thomas Hartl hat mich da sehr gut unterstützt. Er ist ein Medizinreporter und Journalist und hat mich da sehr unterstützt. Also es sind viele Dinge, die von ihm natürlich ausgebessert und korrigiert sind. Aber ich versuche schon sehr viel von meiner Geschichte auch ein bisschen hineinzubringen. Mein Autounfall oder mein Schmerzgeschehen hat 1978 begonnen, das sind jetzt fast 40 Jahre oder gut 40 Jahre und diese 40 Jahre will dieses Buch ein bisschen spiegeln, davon sind fast 20 Jahre eben mit Cannabinoiden und das freut mich sehr, dass ich das jetzt geschrieben habe und dass man es das ja auch lesen kann. Es gibt dann Casino Baden, gibt es am 14. Juni dann die Präsentation, am 20. Mai erscheint das Buch bei Goldmann. Der Verlag, dem möchte ich auch sehr danken, der hat mich da sehr unterstützt und wir haben das also ohne Probleme schreiben dürfen und Unterstützung bekommen. Und wie gesagt, diese Buchpräsentation wird moderiert von meiner Tochter, der Astrid Pinsker-Blank und es gibt auch musikalische Einlagen, also es wird durchaus eine Feier, die allen gut tut, die dorthin kommen werden. Und es wird ein bisschen vorgelesen von mir und vom Patienten, diese Geschichte des Buches erzählt. Und darüber freue ich mich sehr. Wie gesagt, selbst Schmerzen zu haben, ist natürlich als Schmerztherapeut nicht unwichtig, weil man den Patienten dann authentisch etwas mitteilen kann. Zum Glück waren meine Verletzungen verglichen mit anderen Patienten natürlich lächerlich, aber ich habe auch 15 Jahre Kopfschmerzen gehabt und es war scheinbar etwas, was für mich schicksalshaft werden könnte. Und ich habe das damals noch ohne Cannabinoide geschafft, diese Kopfschmerzen loszukriegen. Ehrlich gesagt, heute würde ich das nehmen, bevor ich mich 15 Jahre quäle. Ja, ich würde das nehmen, nicht nur Cannabinoide, ich würde überhaupt also Therapie in Anspruch nehmen und nicht glauben, ich muss endlos mit Schmerz leben. Weil es bildet sich natürlich der Schmerz chronifiziert und die Chronifizierung ist halt in vielen, vielen Ebenen drinnen, in den Muskeln, in den Sehnen, in den Gelenken, in den Faszien, im Gehirn, im Rückenmark, überall sammelt sich dieser Schmerz dann an und man kann das, je länger das dauert, desto schwieriger ist das zu überwinden. Und darum bin ich sehr froh über dieses Buch, weil da sieht man auch, dass man Schmerzen aus 1995 und Schmerzen aus 1964 oder wurscht wie lang diese Schmerzen zurückgehen, kann man mit Cannabinoiden antherapieren. Also Cannabinoide sind komplett unabhängig von der Schmerzdauer. Das ist finde ich schon eine sehr berührende und auch das Wissen zu haben, ich kann auch nach vielen Jahrzehnten noch mit dem Schmerz umgehen lernen, ist schon eine tolle Information. Und die hatten wir früher nicht, sagen wir es. Das hat erst diese Forschung der letzten Jahre ergeben, dass man noch nach Jahrzehnten chronischen Schmerz beeinflussen kann. Weil eben Cannabinoide diese Breite haben, weil Cannabinoide eben einen anderen Zugang zum Schmerz haben, eben nicht direkt über die Schmerzreduktion, sondern über den Schlaf, über die Muskelentspannung, über die Entzündung, über die soziale Interaktion, über Vermeidungsstrategien, die man lernt, die man überwinden lernt, eben diesen Einfluss nicht nur auf unser oberflächliches Denken, das uns so leicht zugänglich ist, dass sozusagen uns klar wird, wenn wir darüber nachdenken, sondern es gibt eben auch eine Rückseite des Spiegels, emotionale Schienen, die weit drunter und tiefer liegen und die lassen sich eben nicht so leicht überwinden. Und daher ist es sehr, sehr schlimm, wenn man sieht, dass Schmerztherapie so einen geringen Stellenwert hat, weil man ja den Patienten immer so in diese Ecke schiebt, na gut, das ist eh selber schuld dran, nicht? Aber hinter dem Spiegel kann man nur schwer schauen und da braucht es schon Expertise und da braucht es schon gute Medikamente und da braucht es gute Leute und gute multimodale Systeme, dass man auch hinter den Spiegel sozusagen schauen kann, dass man in den tieferen emotionalen und homöostatischen Bereich des Körpers hineinschauen kann. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch die Forschung bringt immer mehr zutage, immer mehr wird gezeigt, was im Hintergrund, was in unserem sozusagen
evolutionären Hintergrund alles läuft, was schon seit Jahrmillionen in unserem Körper läuft und was wir auch medizinisch gut beeinflussen können. Das Buch dient vor allem natürlich allen Interessierten. Das sind sicherlich Schmerzpatienten, die das lesen können. Wie gesagt, es ist so geschrieben, dass man anhand der Beispiele auch als Nichtmediziner erkennen kann, worum es geht. Für die Mediziner ist das Ganze auch mit Literatur hinterlegt. Also man kann sich fachlich da auch sehr vertiefen in dem Werk. Also es ist durchaus für Ärzte anspruchsvoll hinterlegt, sodass man sich auch dann die Literatur raussuchen kann, die man dazu braucht, um das auch selber umzusetzen. Aber es ist natürlich nicht gedacht als Kursunterlage oder als Fortbildung. So ist es nicht gedacht. Da gibt es andere Systeme.